Здравствуйте! Здравствуйте! И Самир! 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 Город Байкова на Волге есть такой, арбузная столица. Ja, alle sind sehr interessiert an so einem Buchanka und sehr nett. Wir haben schon Schaschlik gegessen. Mieli Schaschlik. Otschen Skuzna. Wir haben natürlich Wodka getrunken, hat sie gesagt. Es war halt noch ein lustiger Tag, glaube ich. Спасибо за все и спасибо за гостеприимство. Здесь в России очень красиво, очень... Добрые люди. Да, добрые люди. Молодец. Очень молодец. Спасибо. Я. Думчивый простор родных степей. Он как ладони матери моей. Праздник бытия, он колыбель и песнь моя, бесконечный праздник бытия. Он колыбель и песнь моя, бесконечный праздник бытия. Schlecht, oder? Wir sind in den weiten Steppen Kalmykiens und das ist die einzige buddhistische Region Europas. Ganz
am östlichen Rand des Kontinents gelegen. Und hier leben auch die westlichsten, das westlichste Mongolenvolk. Und die Saigas. Und die Saigas. Die wollen wir nämlich auf unserem Trip durch Kalmykien auch noch sehen. Wir drücken zumindest ja die Daumen. So, also, was wir für ein Abenteuer in Kalmykien erleben, das werdet ihr sehen. Hier ist erstmal nicht viel zu sehen, denn Kalmykien ist das Land der Steppe. Kilometerweit ist nichts. Willkommen im großen Nix. Ja, wir sind jetzt vor den Toren des Nationalparks. Schwarze Erde heißt es auf Deutsch. Und morgen fahren wir noch ca. 10, 15 Kilometer da rein, die wunderschöne Straße hier, zum Besucherzentrum und machen dann da unsere Tour. Und die ersten Saigas, die haben wir gerade gesehen, ganz weit hinten da, sind sie einmal rüber gerannt über die Straße. Ja, aber halt 400, 500 Meter weg. Aber man hat sie hüpfen sehen. So, jetzt gibt es gleich ein kaltes Bier, denn es ist ziemlich brütend hier. Wir waren heute auch schon durch den heißesten Ort Russlands gefahren, durch Utah. Da wurden mal 45 Grad gemessen. Und ja, nicht nur Eisbären und Minusgrade sind Russland, sondern auch das hier. Hitze, Steppe, Saigas. Ja, also lassen wir uns jetzt hier am Nachmittag das Bier, das kalt ist, zum Glück haben wir einen Kühlschrank, schmecken. Und dann hoffen wir morgen auf ein paar Saigas. Oder vielleicht kommen die ja noch zurück, die wir eben gesehen haben. Mal schauen. Selbst bis hier in die weiten Steppen Kalmykiens sind die deutschen Faschisten vorgestoßen. Aber hier ist die Frontlinie, wo sie zurückgestoßen wurden. Ja, hier sind wir schon in Volgograd. Schneller als erhofft, als erwartet. Eigentlich wollten wir uns
zwei Tage mehr Zeit lassen hier zwischen Kalmykien und Volgograd, an der Wolga immer lang. Aber bis auf die letzten 70 Kilometer, da war eine Mückenplage, das hat man nicht ausgehalten. Und deswegen sind wir eigentlich durchgeschossen. Wenn du ausgestiegen bist, geguckt, scheiße, überall Mücken. Die Leute sind auch alle mit Dunkelkleidung rumgelaufen. Und da lebt man, keine Ahnung, wie lange diese Plage da ist. Alle sind halt in Ordnung, die kommen normal leben. Mutter Heimat ist natürlich das Erste, was wir uns hier in Volgograd anschauen. Ein Muss, wenn man hier im ehemaligen Stalingrad ist. Und hinter mir ist ja zu sehen, einer der größten Figuren der Welt. Allein das Schwert beträgt 33 Meter und die Figur ist 85. Da ist meine Mutterheimat auch gerade reingelaufen, ohne es zu wollen. Naja, kann er wieder gehen. Jedenfalls, ja, wie gesagt, hier der König der Siegesparke, Parke, wie man sagt. Parks. Und jetzt schauen wir uns Volgograd an, diesen ganzen Komplex hier. Marmaje-Flügel heißt ja der Komplex. Und danach geht's ins Zentrum und dann schauen wir uns noch den Rest von Volgograd an. Aber hier, sie ist schon mal, ja, zum Glück ohne Mücken hier. Und sie ist schon mal sehr beeindruckend, echt eine riesige Figur. Man muss schon weit weggehen, damit man sie überhaupt auf der Kamera richtig kriegt. Naja, dann schauen wir mal. Wetter ist auch sehr gut. Мне жители на выселках камнем лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь приводит.
Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? So, wir leiten jetzt die Kanu-Kajak-Saison ein. Ist ja auch schon Juni und wir sind auf der Wolga. Da sollte man auch schon mal das Schiff auspacken. Ja, also, gut, Schiff ahoi. Wenn ihr Schiff, also Boot fahren. Also ein bisschen Kanu fahren. Kein Wildwasser, aber ein bisschen die Natur genießen. Auf der endlos erscheinenden Wolga. So, mitten auf der Wolga. Lecker jetzt warmes Bier. Trink mal unser warmes Bier hier. Wobei richtig warm ist es nicht, es geht schon, es ist so Wolga-Temperatur. Ja, nicht los hier. Eine riesen Einsamkeit. Sind wir, wie gesagt, mitten in der Mitte. Nur wir und die Mücken. Nur wir, die Mücken und ja, Vögel sind auch nicht mal viele da. Keine komischen Vögel hier. Naja. Außer Wenzel. Jetzt lassen wir uns ein bisschen flussabwärts treiben und paddeln dann zurück zum Auto, zum Auto, zum Schlafplatz. Also, wie sagt man, Paddel heil? Keine Ahnung. Ahoi. Ahoi. Paddel. Волга, как вот самое, да. Волга, великая река. Волга, великая река. Сейчас закат такой идет, да, вот такой, да. Вот. Стоим мы, город Быково на Волге. Арбузная столица. У нас арбузы в Астрахани, да. Смотри, смотри. Давай еще раз. Опа! Это вам не Германия. А потом западала листва, и осенним вечером городскую просеке улыбнулась костеньке хмамушка. Осенним вечером городскую встретил он. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем. Ах, зачем Сереженька? Здравствуйте. Wir haben noch einiges zu berichten von den letzten zwei Tagen eigentlich. Müssen wir noch ein bisschen nachtragen. Wir sind jetzt in Saratov. Einfach flussaufwärts von Volgograd. 400 Kilometer. Aber diese 400 Kilometer mussten wir in einem Umweg von 600 Kilometer fahren, weil auf der einen Seite des Flusses, wo wir waren, muss man einen Arm mit der Fähre überqueren und gestern war so ein Sturm, genauso wie heute. Also das Wetter ist so umgeschlagen in den letzten zwei Tagen. Vorgestern hatten wir 30 Grad, jetzt sind 18 Grad und extrem windig. Jedenfalls ist die Fähre nicht gefahren und um diesen Seitenarm zu kommen, naja, wir sind in Russland. Da fährt man halt 200 Kilometer durch nix. Ziemlich also lang und anstrengend. Kleinen Umweg in Russland. Ja, ja, aber viel interessanter ist eigentlich, was wir davor erlebt haben. Genau, davor halt, vorgestern, haben wir dann schön, das habt ihr gesehen, schöne Kajaktour auf der Wolga gemacht. Als wir wiederkamen, war der Strand schon gut gefüllt mit
russischen Menschen, die dort Schaschlik gegrillt haben. Und natürlich können die Russen dann nicht, einen nicht einladen. Und dann ging es los mit Schaschlik, Wodka und Biber. Alles saunett, jeder wirklich total gastfreundlich, total herzlich, also war wirklich voll schön. Und dann irgendwann die Bullen kommen sind. Genau, dann die Bullen kommen. ja, die Bullen sind da in dem Ort ein bisschen, wir haben sie doch ja nicht gewusst, aber gut, ich glaube, das war ein bisschen deswegen, weil unter dem Ort und unter der Wolga dort direkt die Pipeline lang geht, die Druzhba-Soyuz-Pipeline, und jetzt sind sie dann natürlich ein bisschen sensibel. Also vermuten wir, dass ja. es deswegen war. Jedenfalls waren die nicht so ganz, sie wollten unsere Personalien halt richtig kontrollieren und unsere Geschichte, warum wir da sind und wo wir herkommen. Das heißt, deswegen mussten wir zum Polizeipräsidium. Sondern gleich mal mitgenommen worden, direkt ja. vom Strand. Insgesamt hat es ja nicht so lange gedauert, jetzt 1,5 Stunden oder so, aber wir wurden vom Strand halt dann mitgenommen, weil da waren sie irgendwie vorsichtig. Ja. Jedenfalls war das jetzt im Endeffekt auch alles gar kein Problem, aber wir sind wiedergekommen. Das heißt, und Standarduntersuchung quasi. Wir hatten unsere Schwimmwesten am Spiegel zum Trocknen gehabt und die waren dann leider weg. Das ist einfach ärgerlich, die wohnen uns nicht. Nee, das ist nicht ärgerlich, es waren einfach irgendwie zwei Arschlöcher, die gemeint haben, ja, sie nutzen die größte Stunde, keine Ahnung. Aber was ich eigentlich noch schlimmer finde, dass meine Bikinihose an und dabei war. Die ging dazwischen und die war wohl der Kollateralschaden, der mitgeklaut wurde. Ich würde sagen, dass der Kollateralschaden ist der Hauptschaden eigentlich. Jetzt müssen wir halt zusehen, ja. dass wir hier neue Schwimmwesten bekommen. Eine neue Bikinihose kriegen wir. Weil die sind, das ist alles nicht so einfach. Natürlich kannst du bestellen, aber du wirst ja jetzt auch nicht. Wir sind ja jetzt hier nicht in Saratov einige Tage, aber wir werden es sehen. Ja, und vor allem die waren halt jetzt alle. Ich glaube, es ist halt einfach ist ärgerlich, dass es einfach solche Arschlöcher gibt, es einfach, keine Ahnung, so gemein ist. Die uns da eingeladen haben, sind dann am nächsten Morgen gleich untergekommen und haben dann nochmal geschaut und haben uns nochmal einen Haufen eingelegtes Zeug aus dem Garten mitgebracht. So. Also, ja, den hat es halt ungefähr, nur reingetan. Ungefähr das kleinste Gurkenglas, das sie gefunden haben, mit ungefähr 10 Liter zu spülen. Ja, das waren zumindest jetzt die letzten 2-3 Tage. Es ist ein bisschen kühler geworden, wie gesagt. Ach so, und der Buchanga hat halt seit gestern auch ein bisschen. Jetzt ist Zylinder 1 dran. Zylinder 3 hatte schon ein Problem. Jetzt ist Zylinder 1 bald dran. Einmal durch. Aber ich hoffe, dass das wirklich nur das gleiche ist wie im Dagestan. Dann ist es die Einspritzdüse, die werden wir morgen tauschen hier direkt im Ruhezentrum und hoffen, dass wir morgen Abend weiterkommen. Weil mit der kaputten Einspritzdüse wollen wir nicht unbedingt 1000 Kilometer in Kasachstan also irgendwo an der Steppe stehen. Und nicht vor allem, wie wir gesehen haben, jetzt, wo wir hierher gefahren sind, ist halt einfach. Es ist einfach nichts. Es ist einfach nichts. Nirgendwo. 100 Kilometer passiert einfach gar nichts. Das sind einfach nur zwei Holzhäuser. Ja. Damit ich nicht mit irgendeinem Scheißfehler rumkommen und was ist das? Deswegen morgen die Einspritzdüse wechseln. Hoffentlich klappt es morgen. Und dann war es da auch hoffentlich der Fehler. Wir werden berichten, wir werden es sehen. Und wenn wir, dann geht es weiter nach Kasachstan. Jetzt essen wir hier was. Das letzte Mal noch, und wahrscheinlich erst schon mal das letzte Mal Georgisch, nochmal Kinkali. Dann seid ihr nochmal die Käsebombe Kaschapuri. Denn man glaubt es nicht, wir sind zwar am Ufer der Wolga, ja, aber finde hier mal ein Restaurant mit Fisch. Also es gibt dann Dorado und so ein Blödsinn, aber finde mal Wolga-Fisch. Das ist schon komisch. Naja, wir nehmen was kommt, dann wird es halt wieder Fleisch. Also, Prost. Wir hoffen, dass das morgen repariert wird und dann geht's ab nach Kasachstan.